Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir die Anstalt betreten und sollen für, boah, ich vergesse mal seinen Namen, Kobold, der Kleinere, der 400 Jahre alte Wissenschaftler hier. Und der hat gesagt, sein Vater ist hier eingesperrt und der hat übernatürliche Kräfte und den sollen wir befreien, oder nee, wir sollen aufhalten, dass er befreit wird von irgendwelchen Raidern. Und ich komme irgendwie gar nicht mehr klar mit meiner Zusammenfassung. Machen wir einfach hier weiter. Guck den letzten Part. So einfach geht es natürlich auch. Also. Nein, 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 jetzt tun wir auch noch Red Kakerlaken hier. Mich werfen. Entschuldigung. Okay. Weiter. Haben Zellenschlüssel gefunden, der ist hoffentlich irgendwie gut für was wert. Okay. Edward, wie schlimm bist du verletzt? Noch bin ich nicht tot, aber ich kann nicht aufstehen. Konntest du verhindern, dass sie den Aufzug benutzen? Ja, ich habe den Aufzug in den Keller geschickt und abgeschaltet, wie du gesagt hast. Gut. Ich habe einige von ihnen mit Kugeln durchsiebt, bevor sie mich zurückgelassen haben. Hab schon länger niemanden gesehen. Denke ich, ist schwer, nicht das Zeitgefühl zu verlieren. Kannst du wirklich nicht aufstehen? Ich könnte deine Hilfe brauchen. Ja, Jack, da bin ich mir verdammt sicher. Schon gut. Mach dir keine Sorgen. Da müssen wir uns eben hier alleine drum kümmern. Sie sind definitiv in den Keller vorgedrungen. Aber ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben. Ist jetzt aber auch egal. Wir müssen durch den verlassenen Teil des Gebäudes. Sieht aus, als würde das Abramelin-Feld noch funktionieren. Obwohl mehrere Sicherheitstüren im Keller bereits aufgebrochen wurden. Wir sollten uns beeilen, wenn wir sie aufhalten wollen. Sie scheinen unbedingt zu Lorenzo vordringen zu wollen. Was genau geht hier eigentlich vor? Ich denke, du solltest es wissen. Es ist schwer zu sagen, wie gefährlich Lorenzo durch das Artefakt geworden ist. Er ist nicht nur gemeingefährlich und geisteskrank, sondern verfügt über größere Stärke und ist gegen die meisten Arten körperlichen Schadens unempfindlich. Außerdem beherrscht er eine Art lokale Telekinese, die durch das Artefakt selber. Ja, wir haben schon gesagt. Wir müssen jetzt in den Keller, bevor die Eindringlinge einen Weg finden, Lorenzo zu befreien. Folge mir. So, erstmal gucken. Ich habe im Moment Charisma 6 mit ganzen Verbesserungen und so. Aber mein türkisches Charisma ist 4, okay. 5, 6. Oh, lokale Anführer könnte ich gebrauchen. Da müsste ich aber noch mal Charisma hochkommen. Vorsichtig, Jack. Charisma war gebraucht. Ja, nichts hat mehr Lernen als ein gewinnendes Lächeln. Ja, der Charisma wurde darauf um 1 erhöht. Das ist doch sehr gut. 5 Charisma. Deswegen tue ich auch keine Punkte hier verschwenden, weil es ja Wackelpuppen gibt. Jetzt können wir das hier theoretisch nehmen. Aber ich hätte das hier gerne. Lokaler Anführer. Du auch. Sehr geil. Er hockt sich natürlich erstmal hin und genießt erstmal ein. Kann ich mich so hinlegen? Nee, ne? Kann ich ja nicht ein Stimpack oder so geben, jetzt mal ganz ehrlich. Alles klar? Mach dir keine Sorgen um mich. Gut, ne? Attribut Wackelpuppe ist auch mal gut, anstatt immer hier diese anderen. Sehr geil. Ach, jetzt sind wir hier, okay. Jetzt müssen wir da rein, ne? Wupp. Oh, nee.
Mann. Ach, ich wollte schon sagen, wer kommt denn da noch? Oh, was zum? Könnt ihr mir vielleicht mal... Oh Gott. Ja. Wir schaffen mir gar nichts hier vom Leib zu erhalten. Ja, was sind Gefährten da? Um das Feuer auf sich zu ziehen. Ich jedenfalls mir mit meinen Gefährten gemacht. So, wo habe ich gespeichert? Hier, Wachspuppe habe ich schon, ja. Immer noch geil. Jetzt habe ich 6 Charisma. Oder 7. Einen Klammer unten. Ja, wir können auch schon mal... Na guck mal, der guckt nicht mal den einen an. Der geht sofort auf mich. Puff, nur weil ich der Hauptcharakter bin, oder was? Hättest du wohl gern. Puff. Du magst uns Skyrim Stil hier erlegen. Ja gut, ich krieg die Erfahrungspunkte auf. Na jetzt eher. Okay. Ich wünsche, der Punkt wird ein bisschen besser aufleuchten. Ich sehe ihn manchmal nicht. Und das ist nur eine Ausrede natürlich. Ausgezeichnet. Eigentlich noch ein legendärer irgendwo, da habe ich mir eingebildet. Gerade fing es an, mir Spaß zu machen. Okay, ausgezeichnet. Alles erledigt. Ah, da habe ich mir mit den legendären nur eingebildet. Ja, meine Stimpacks, die jonglieren immer so zwischen 30 und 40. Was so? Moment, hier noch. Mit M. Ach, geh weg. Ich wollte schon sagen, irgendwo muss da eine Tür sein. Und da hätte original reingehen können. What? Hi. Ich nehme wieder sehr viel Müll mit. Kann ich diese Farbe eigentlich immer noch an diesen Wandteilen hier abgeben in Diamond City? Ja, gut. Ne? Wenn ich bezahlen könnte dafür. Da rein. Den Trakt haben wir nie benutzt. Seit Jahrzehnten ist hier niemand mehr gewesen. Wir wissen nicht, worauf wir hier stoßen. Ach, wird schon gut gehen. So, nur ein kranker Psychopath mit übernatürlichen Kräften wahrscheinlich. Ja. Danke. Muss schon sagen. Muss die Tür schon aufmachen? Ja. Ich habe meinen Fatman dabei. Der Fatman, der 2 Atombomben wirft und mich nur eine verbrauchen lässt. Also, ja. So schnell kann mir jetzt nichts passieren. Der Lastenaufzug ist
dem Erd. Ist es normal, dass mir die Nackenhaare dermaßen zu Berge stehen? Ja, der Typ tut überall dazwischen. Was denn, ne? Scheiße, was war das? Da ist nichts mehr. Ich hab was gehört. Hi. Hoffentlich sind's nicht wieder wilde Kugler. Frisst das mal. Dafür haben wir keine Zeit. Bei mir hat das Gefühl, Molotovs machen gar keinen Schaden mehr. Falls sie überhaupt mal Schaden gemacht haben, ich bin mir jetzt nicht sicher. Oh, er geht mal auf ihn los, weil er mich noch nicht gesehen hat, ne? Oh nein. Hey, komm mal wieder her. Oh, ups, Alter. Ich brech dir jeden Knochen einzeln. Das ist gar keine Waffe. Okay, der hat gesessen. Was ist ein Toreskrallenhandschuh, was? Ich dachte, der war einzigartig. Mein Gott. Oh, mein Bein. Schuppertun ist ja gut. Ah ja, guck mal, wie viele da unten noch sind. Kann ich da Milch reinfüllen, wenn ich eine leere Milchflasche habe? Das ist eine ganz doofe Frage. Cool. Das muss ich dir lassen. Ist irgendwo eine leere Milchflasche? Glaube ich nie eine. Weil ich kann halt nur aktivieren, ne? Kommt jetzt irgendwie so, weiß ich nicht. Nur in den Sinn, das mal zu versuchen. Ja, ich weiß, ihr habt schon wieder was gehört. Was ich bin. Oh mein Gott. Diese Affen, was hat's mit denen auf sich? Gib einfach auf, Arschloch! Ja, hey. Genau, das wollte ich nicht mitnehmen. Okay. Da unten bist du, okay. Dann nehmen wir mal eine leere Milchflasche. Einfach nur auf und zu machen, gefährlich. Was ist denn los? Wie lange willst du denn noch durchhalten? Ein Teekessel. Nimm mal mit. Na, wo seid ihr? Ich will nicht wissen, wie viel Tirat von mir ist. Hier, Frust an. Feuer, ja. Das sehe ich kaum. Hi. Buff. Buff. Oh mein. Klitschentreffer.
Haha, Kampf reingerammt. Das sah aus, als wäre so ein Axt-Move gewesen. In den Kopf rein, dann rausgezogen. Boah, ich krieg voll den Bock auf Skyrim, wenn ich in den Nahkampf gehe. Elder Scrolls 5, bitte arbeitet dran, Bethesda. Jeder wartet darauf. Gibt ja schon Diskussion, was besser ist, Fallout 4 oder Skyrim. Hat ja wohl irgendwie nicht gerade ein fairer Vergleich ist. Fallout allgemein versus die Elder Scrolls, das wäre ein Vergleich. Wer ist stärker, der potenzielle Hauptcharakter von Fallout? Also der Wanderer, einsame Wanderer in den meisten Fällen, ja. Oder weiß ich nicht, zum Beispiel das Drachenblut von Skyrim. Weiß nicht, ich habe die anderen Teile nie gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie die anderen so genannt werden, die Helden halt. Ich glaube eher von Skyrim, weil in Skyrim kannst du alles machen. Also zaubern, mit dem Bogen kämpfen, mit Waffen. Sieht ganz so schlecht aus. Bisschen Farbe, ein paar Teppiche und alles strahlt wie neu. Ich meine, da kannst du ganze Stürme oder so irgendwann kreieren oder so. Obwohl, hier kann man die Zeit anhalten bzw. verlangsamen. Also hat er wahrscheinlich voll riesige Reflexe, der Hauptcharakter von Fallout. Was denkt ihr denn? Schreibt es in den Kommentaren. Koffer. Ah, da war ein Railroad-Zeichen. Da habe ich mir halt nur eingebildet. Help me. Hey, mit Kreide, geil. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was hat das für eine Bedeutung? Oh, es muss keine Bedeutung haben, es war von Irren geschrieben. So. Das war ein großer Fehler. Noch mehr von denen? Boah, du kommst mir echt immer. Die Begleiter kommen einem immer in die Quere, wenn man irgendwo durch will, durch so Gänge. Meine Erfahrungspunkte. Hast du wieder diesen Suplex gemacht? Wie machen die das? Oh, Messer, wie süß, guck dir an. Das nennst du ein Messer? Das ist ein Messer. Boah, der reißt aber viel zu schnell an. Ich kann ihn nicht abwehren. Nicht schnell genug jedenfalls. So, komm her. Au. Hier kurz, nein. Ja, der Knopf ist auch weg. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Wahrscheinlich, ich dachte, man könnte den Knopf zu machen. Dann könnte man da schnell reinrennen und dann wird man gefangen. Das wäre irgendwie ziemlich kacke, aber du wirst schon. Ladies. Mein Herren. Entschuldigung. 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 Das wollte ich nicht. Ja, das ist die Kampfmusik, ne? Technische Dokumente? Ne, okay. Nimmst du eigentlich den ganzen Schrott mit? Ja, kannst du ruhig schon mal untergehen, ne?
So ist auch schon. Okay, wenn ich den Typen am Ende nicht besiegen kann, ne, dann komme ich ja nicht so leicht raus. Das ist irgendwie ein Problem. Und plötzlich habe ich eine Knarre. Puff. Geiler Zaubertrick, ne? Ja, wenn sich hoch eigentlich gegen die Knie. Meiner. Nein. Warum? Ah. Oh, Psycho. Durch die perfekte Zeit jetzt. Okay, geht nicht. So, jetzt noch mal irgendwo rein. Gut, der alte Lastenaufzug funktioniert noch. Ganz schön lange das Gebiet hier. Okay, ich komme. Kommen wir in den Keller. Komm, das ist der einzige Weg nach unten. Okay. Also verschwinden sie immer. Alle Leute, die ich lieb habe, verschwinden. Ich liebe dich. Wow, jetzt guckst du denn so böse? Ja, hab ich mir gedacht. Weil du neuer bist, kannst du ja nicht so weit erlauben. Okay. Karotte. Das geht nur mit einem Schlüssel auf. Töte jeden, den du siehst. Zögere nicht. Sie dürfen Lorenzo nicht befreien. Ei, ei, ei. Okay. Diese Idioten versuchen, sieht nach Walltech hier aus. Abzuschalten. Das ist das Einzige, was Lorenzos Ausbruch verhindert. Wir müssen da rein und sie aufhalten. Hallo, Jack. Ist lange her, dass ich das Vergnügen eines persönlichen Besuchs hatte. Vater, ich werde dir mein Ende setzen. Meine Kräfte sind gewachsen, ja. Jack. Das Artefakt will mir noch so viel beibringen. Und wenn ich frei bin, bringe ich dir auch alles bei. Ich kann dich erst rauslassen, wenn ich das Artefakt entfernt habe. Mal sehen. Bei Lucifers Eingeweihten. Sie haben alle Sicherheitstüren verriegelt. Was? Du musst sie von hier aus nacheinander entriegeln, während du dich den Gang entlang bewegst. Schnell jetzt! Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Schnell, verdammt! Genauso. Immer gegen den Uhrzeigersinn weiterdrehen. Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, um die Tür zu öffnen. Ihr wertlosen Maden! Macht schon! Die Männer oben scheinen nicht sehr nützlich gewesen zu sein. Richtig. Ihr müsst das Eindämmungsfeld ausschalten, okay. Um die Tür zu öffnen. Sie sind fast da! Öffnet endlich die Tür! Ich öffne den Haupteingang. Mein Sohn kann wirklich jedes auf. Sobald er hier ist, anscheinend übersteigt selbst die einfachste Aufgabe eure Fähigkeiten. Das war's. Ich spüre, wie meine Kraft zurückkehrt. Ich werde endlich frei sein. Lefty, oh, hi. Immer sagt mir, ich brauche den kritischen Treffer vielleicht für den Typen. Ich werde sowieso befreit. Das ist doch. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, einfach. Alter, wie viel Schaden? Oh, jetzt ist schlecht. Ruf. Ruf mal an.
Ja, wie soll ich denn jetzt hier überleben? Wenn der gleich rauskommt, bin ich tot. Wenn dieser Klingon hier rauskommt. Ja, was soll ich denn schon wieder dagegen machen? Verlangen schon wieder so was Krasses hier von mir. Gut, ich würde sagen, ich bin dem Party um den Typen oder die Typen, die beiden, versuchen wir in der nächsten Folge auf Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.